Es gibt vier Lehren, die ein Bleistift uns beibringt. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich habe vor langer Zeit 4 Ratschläge von einem Großvater gehört. Es war gar nicht mal mein Großvater. Und die Ratschläge sind auch nicht von mir. Aber sie haben mir so gut gefallen, dass ich sie mir eingeprägt habe und ich möchte sie dir heute unbedingt wiedergeben. Dieser Großvater sagte, es gibt 4 Lehren, die ein Bleistift uns beibringt. Und die erste Lehre, von Zeit zu Zeit musst du den Bleistift anspitzen. Wenn du dir vorstellst, dass du ein solcher Bleistift bist, dann ist das bestimmt ein schmerzhafter Prozess, dieses Anspitzen. Dann verlierst du Substanz. Da wird echt Holz abgeschnitten. Das ist doch nicht schön, wenn du so in dem Spitzer des Lebens steckst. Aber das sind die Gelegenheiten, aus denen du lernst. Und aus denen du dann gestärkt hervorgehst, weil du dich jetzt wieder fokussieren kannst. Weil deine Spitze jetzt wieder wirkungsvoll ist. Was meine ich mit wirkungsvoller Spitze? Na, wenn du die Positionierungsgrundsätze kennst, dann weißt du besser spitz als breit. Du kommst mit einem breiten Angebot nicht in den Markt hinein. Wenn du schnell ein Vermögen aufbauen willst, dann musst du dich auf eine Sache konzentrieren, dann kommst du spitz in den Markt hinein. Wir lassen uns so oft ablenken. Und deswegen sind wir auch so wenig wirkungsvoll. Und der Großvater hat einfach recht. Von Zeit zu Zeit anspitzen. Das bedeutet, dass wir uns immer wieder auf das besinnen, was wir wirklich am besten können und am liebsten machen. Auf unsere große Leidenschaft. Und dann können wir wieder Vollgas geben. Der zweite Ratschlag des Großvaters, nutze den Radierer. Das heißt, wir können korrigieren, also im übertragenen Sinn. Wir müssen gar nicht versuchen, so durchs Leben zu gehen, dass wir keinen Fehler machen. Wir dürfen und wir sollen Lernerfahrungen machen. Wir können Lektionen erfahren und lernen. Wir müssen uns nicht zurückhalten aus Angst, keine Fehler zu machen. Denn wenn wir Fehler machen, ist es überhaupt kein Problem. Hey, wir haben doch den Radiergummi. Und der dritte Ratschlag des Großvaters, höre nie auf zu schreiben. Höre nie auf zu schreiben, der dritte Ratschlag. In der Marketingsprache heißt das, leave your mark. Das heißt nämlich Marketing, wirklich. Eine Markierung hinterlassen, leave your mark. Du kennst vielleicht den Begriff Branding. Und das kommt daher, dass Kühe mit einem Brandeisen markiert wurden. Die wurden eingebrannt, diese Brandeisenzeichen. Das war Branding. Marketing hat also damit zu tun, dass du ein Wort, eine bestimmte Botschaft im Kopf deiner möglichen Kunden einbrennst. Dass du deine Markierung hinterlässt. Leave your mark. Und die wichtigste Art einer Markierung, das wichtigste Brandzeichen, das du hinterlassen kannst, und du weißt, dass ich hier spreche von einem geistigen Brandzeichen, das ist deine emotionale Geschichte. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder unsere Geschichte verbreiten, dass wir nie aufhören zu schreiben, immer weiter schreiben. Das ist das Synonym für Geschichte verbreiten. Gib nie auf, deine Geschichte zu verbreiten. Hinterlasse deine Botschaft im Kopf der anderen. Und das tust du am besten mit einer emotionalen Geschichte. Wie oft solltest du deine Geschichte erzählen? Ich sag dir was, du solltest nie aufhören zu schreiben. Du solltest nie aufhören, deine Geschichte zu erzählen. Gebe nie, nie, nie auf. Höre nie, nie, nie auf. Und der vierte Ratschlag von dem Großvater, das Wichtigste ist in dir. So wie die Bleistiftmine das Wichtigste von so einem Bleistift ist. Das wirklich Entscheidende ist, du hast das Wichtigste tief in dir drin. Das sind deine Werte, deine Talente, deine Leidenschaft. Aber mein lieber Freund, all das ist nichts wert, wenn du es nicht nach draußen bringst. Wenn du nicht schreibst, wenn du nicht von Zeit zu Zeit angespitzt wirst, wenn du keine Fehler machst, die du dann wieder wegradierst. Und vorher hast du natürlich aus diesen Fehlern gelernt. Fassen wir also kurz die 4 Ratschläge zusammen. Von Zeit zu Zeit spitzt das Leben dich an wie einen Bleistift. Das tut weh, es tut richtig weh manchmal, aber es ist wichtig, damit du größer und stärker wirst. Zweitens, du kannst Fehler machen. Du hast ein Radiergummi. Und drittens darfst du nie aufhören zu schreiben. Leave your mark. Und viertens denke daran, das Wichtigste ist in dir.
aber lass es dort nicht. Bring es raus, bring es nach draußen. Erzähl den Menschen von deinem Lied. Lass die Welt deinen Song hören.